Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Sims 2. Und diesmal fahren wir nach Blauseidig Heide, wo Vater seinen Arbeitsort aufsucht, beziehungsweise sein eigenes Geschäft. Und das wird das sein, was wahrscheinlich das Schlimmste in diesem Let's Play wird, dass ich immer zwischen den Orten, beziehungsweise dem Haus und dem Ort vom Vater wechseln muss. Ich werde das auch so machen, dass ich dann nicht jeden Tag hinfahre, weil das würde natürlich nerven werden, weil man kann, glaube ich, auch irgendwie, meine ich, am Telefon die Gewinne für ein paar Tage aufrechterhalten. Aber so alle 3-4 Tage kann es schon sein, dass ich da hinfahre. Also zweimal in der Woche. Etwa die Instanz will ich mir bewahren. Wo die Lademusik ist, weiß ich nicht. Hat jemand geklaut. Denke ich mal. Ja. Aha. Da ist, ich weiß gar nicht, ob dann die Alterungsuhr gestoppt ist, wenn der im Laden ist. Also kann ich da ja auch länger verbringen als ein Arbeitstag. Naja. Aber sagen wir es mal so, wenn das irgendwann ein Einkaufscenter oder so wird, dann kann man da ja auch die ganze Familie mitnehmen, dann ist das auch kein Problem. Weil dann werde ich da im Mitarbeiterraum natürlich für die Mitarbeiter und ja, so eine Art Zweitwohnung machen, wo ja, alles ist. Oder ich kaufe mir irgendwann ein Haus, wo das Geschäft rein kann. Geht natürlich auch. Wobei das natürlich, ja, nicht so passend ist. Hier ist es perfekt. Den Bildschirm habe ich verpasst. Kundentreue, Angestellteninfos, Finanzanzeige, Geschäftsinformationen, Geschäftsbautools, genau. Der sollte doch Musik verkaufen. Ja, der kann nur ein Musikgerät verkaufen. Oder was ist, wenn ich das verkaufe? Hey, dann habe ich nicht nur eins, was ich verkaufen kann. Ist besser als nichts. Musik geht noch nicht. 15 über Durchschnittspreis. Ach, das ist 50 unter großer Netzpreis über... Ich will ja am Anfang was verdienen. Da mache ich erstmal... Ich weiß, dass die Kunden das nicht so sehr mögen. Zu verkaufen. 134, ich kauf's für... Was ist, wenn ich... 111. Da mache ich einen Gewinn noch von knapp 20. Ja. Oder? Nee, ich mach teuer. Ich mach teuer. Es geht nicht besser. Kann ich jetzt eigentlich öffnen oder schließen oder geht das nicht? Ich brauche dafür noch das Ding, ne? Ja. Jetzt kann ich öffnen und schließen. Okay. Na dann. Ist das unser Geschäft? Hallöchen. Und das kenne ich doch noch. Was ist das? Nein. Verkaufen. Basisverhandlung. Hier. Das konnte ich nämlich jetzt machen. Ja, kaufen Sie das dem MP3-Player, da spielt alle Dateiformate ab. MP3, WAV, verdammt, hat nicht geklappt. Naja, wird schon klappen. Kaufen Sie doch was. Nicht Seil springen. Oh. Oh Mann, so viele Leute wollen was kaufen. Hier, da nur zwei Leute gleichzeitig was kaufen können. Begrüße ich sie. Hier erstmal plaudern.
Geschäftsführer, Freundlichkeit zu anderen Leuten ist immer wichtig. Ja, haben Sie schon mal das neue Violinkonzert von André Rieu gehört? Ja, den will ich glatt küssen. So toll ist die Musik, die ich von dem immer höre. Ja, den will ich auch küssen, ist interessant. Ja, aber der hat das letzte Mal ja im Kapitol gespielt, ne? Da ist nicht so eine tolle Musik. Nee, ist nicht. Nein, das ist ganz grauenvolle Musik. Ich mag die Musik gar nicht. Verkaufen, Basisverhandlung. Ich probiere es nochmal. Er muss ja lernen. Er soll der ultimative Verkäufer werden. Was kaufen Sie denn, MP3-Player? Also das Gerät ist echt gut, das hat sogar Funk. Sie sehen diese silberne Antenne? Okay. Ja, da guckst du in die Röhre, was? Dann muss ich halt mich weiter mit den Kunden unterhalten. Das ist, weil wenn die Freunde, wenn die gut gestimmt aus dem Laden rauskommen, ist das auch immer gut. Aha, erzählen wir gleich noch einen. Also der da, ne? Also kennst du den schon, mit dem Thermometer, ne? Das Thermometer, was da auf dem Hochhaus war. Und da fiel das runter und dann hat es knack gemacht. Als vom Zug überfahren wurde. Der war gut, ne? Was ist denn dein Job? Ballwerfen? Nein, ich spiele doch jetzt nicht Ballwerfen. Und so eine Frage, ne? Was ist denn? Ich bin Krankenpflegerin. Aha. Dann plauder doch mal. Übers Kind. Während die das überteuerte MP3-Gerät kaufen. Geld fürs bis heute Minus. Geschäftsvorteile? Ach nee, der hat auch keine. Bargeld. Ach ja, das waren die ja. Laune einschätzen, Gespür. Motivation. Gespür und Motivation waren, glaube ich, so die besten. Naja, Großhandel geht natürlich auch, aber Beziehung ist auch gut. Also Gespür ist schon das Wichtigste. Und Einfluss geht. Für wenn man Mitarbeiter hat, viele, ne, dann ist das natürlich wichtig. Beziehung, ja, ne? Also ich würde sagen, Gespür, Motivation, Beziehung so in der Reihenfolge. Aber ich habe ja eh noch nix. Immer übers Herz reden sie, immer. Nein! Dann muss ich ganz schnell handeln. Dürfte ich noch einmal mit denen reden? Nicht? Okay. Ich darf nicht mit denen reden. Oder vielleicht mit ihr? Ach, nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht, okay. Das funktioniert eh nicht. Na, dann plaudern wir. Ja? Oh ja. Ach Quatsch, ehrlich? Weißt du was? Ich kann das nicht als sehr teuer machen. Ich muss Preis für alles festlegen, dann halt so. Lächerlich billig, genau, teuer. Besser geht nicht. Dann verdiene ich zwar nicht mehr so viel, aber am Anfang geht das nicht, wenn man so hohe Preise macht. Hinausschauen. Ja. Die Bedürfnisse gehen auch in den Keller. Aber ich will eigentlich noch meine ersten Kunden heute haben. Da wäre ich sehr zufrieden mit. Fangen spielen, yo. Ach du Scheiße. Was? Frances McCullough, die krass böse Hexe. Ja. Hinaussehen. Oh, es regnet. Boah, ich glaube. Was passiert denn jetzt? Zerstampfen, na klasse.
Na, dann werde ich jetzt das Geschäft schließen, weil der Tag heute war nicht so erfolgreich. Tut mir leid. Nach Hause, ja. Warte, Gamergologie. Was habe ich heute für ein Geschäft gemacht? Ich habe Geld verloren. Nein, du sollst die Wände schon aufwischen. Das ist nicht so schön für dein Geschäft. So, nach Hause gehen. Und wir haben Verlust gemacht. Noch sind wir nicht so gut beim Verkaufen. Ich glaube, da muss ich nächstes Mal Angebote machen, dass das günstiger ist. Verdammt. Aber dann kommen natürlich auch mehr Kunden und das ist natürlich schon besser. Von daher weiß ich nicht, was der passende Kompromiss ist. Ei. Was ist das denn? Wir gehen wieder nach Hause. Genau jetzt. Wenn wir zu Hause sind, na dann machen wir nochmal die. Ach, dann ist ja jetzt Mittag, ne? Oder ich glaube, die Zeit bleibt stehen, ne? Der Vater macht dann ja noch seine Bedürfnisse. Das ist natürlich immer problematisch, weil das dann so ein bisschen den Zeitraumzyklus zerstört. Oder es sind doch die Bedürfnisse runter. Ach ne, die bleiben stehen, die Bedürfnisse. Ach, guck mal. Ach, gucke. Nee, doch nicht. Okay, Alles ruhig. Du kannst hier Sims spielen. Tust du wahrscheinlich von selber, ne? Ja. Dachte ich mir. Ja, dann machst du ja schon was zu essen. Mach ich mir auch gleich. Ich mach mir eine schöne Pizza in den Backofen. So, du spielst jetzt aus Sims 3. Sims 3 ist immer gut. Nicht die Vögel beobachten. Du sollst baden gehen. Jammern? Warum jammern? Meine Güte. Was ist denn hier los? Alle werden so verrückt. Wollte ich mal gerade was ausprobieren. Kann ich das eigentlich woanders hier implizieren? Es ist irgendwie suboptimal. Ach, ich bringe mir eh nichts, weil ich hier keine. Okay, alles gut. Dann gehen wir auf Toilette. Die Energie ist natürlich am Boden von ihm, aber da muss er sich wach halten. Da kann ich nichts für. Kommode der Eitelkeit. Steht das bei jedem Objekt? Nein. Nein, steht's nicht. Okay. So, aufräumen. Spaß, nein, Hunger wäre besser. Zu Abendessen noch ein TV-Snack. So, Spaß. Wie können die denn jetzt Spaß haben noch? Einschalten, dann tanzt du halt in dem Zimmer der. Ja, du bist müde, ich weiß. Umschalten auf. Die Frau mag Jazz. Ach du Kacke. Hier, tanzen allein. Der Schlambada ist zwar auch geil, aber erstmal nur alleine. Ich weiß, die Hygiene ist ja unter aller Sau. Ist der gerade eingeschlafen? Er ist eingeschlafen beim Essen. Verdammt. Ich muss den wach halten dabei. So. Ja, jetzt geh baden. Schnell. Baden. Da ist sogar ein bisschen früher als die anderen auf der Toilette. Wo ist er hin? Nein, nicht abhängen mit der Schwester, genau.
Was ist denn hier los? Geh mal Nudeln mit Käsesoße essen. Das ist lecker. Und du sollst die Musik ausstellen, bitte. Jazz ist zwar schön, aber jetzt so für den Abend nicht immer das Beste vom Ei. Genau, du gehst auf Toilette und du kannst schlafen gehen. Du machst dich ja gerade sauber. Hier, die Tochter geht auf Toilette. Ja, wegen der Bedürfnisse finde ich es übrigens auch noch Sims 2. Ein bisschen schwieriger als Sims 1, weil hier gehen die Bedürfnisse schneller runter. Oh ja, du kannst jetzt schlafen, genau. Oh, was für ein Meisterkoch. Ron hat sich einen Kochpunkt verdient. Schon, das wäre auch cool, wenn der so eine plötzliche Kochfähigkeit auch hätte. So. Die Tochter, ein bisschen Freunde hier und da. So, Sigi hat sich abgemeldet. Du kannst dich auch abmelden und schlafen gehen. Schlafen, ja. So, das wertet das Let's Play auch auf. Diese ganzen Rülpser. Na, du gehst jetzt noch kurz das Geschirr wegmachen. Das kriegst du noch hin. Baden. Baden nicht den Schlammbader. Obwohl, Schlammbaden. Was? So, hoch, schon wieder Tab gedrückt. Und schlafen. So, und jetzt mache ich einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge von Die Sims.